Einen wunderschönen guten Tag und willkommen nach einer Woche zu einer brandneuen Folge von The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Die letzte Folge ist eine Woche her. Es ist traurig, dass ich das sagen kann, aber es ist ja von mir, ist man ja schon von mir gewöhnt. Gut, beim letzten Mal haben wir, ja, wir sind in der Story vorangeschritten und könnten jetzt eigentlich die Stadt verlassen. Sollten wir jetzt eigentlich auch. Allerdings wäre es besser, wenn wir vorher nochmal hier überall mal ein bisschen reingucken. Der Kuriositätenladen, der ist nämlich noch zu. Gehen wir erstmal hier rein. Das hier ist... Was ist das denn? Bazaar. Oh. Gibt's hier irgendwas für mich? Ich spiele jetzt übrigens gerade mit dem anderen Controller. Ich habe mir einen neuen Controller bestellt, wie ihr wisst. Der ist jetzt endlich mal angekommen, nach 2 Wochen oder so. Hier ist erstmal nichts. Was ist das? Sind Bohnen. Warum sind da Bohnen? Ah, und dich brauche ich auch. Guten Tag. Yo, hey, Baby, ich bin eine wandelnde Vogelscheuche auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Willst du tanzen, Baby? Dann lass den Tanz vergehen bis zum Abend. Nee, Moment. Schade, ich hätte mich gefreut, aber komm ruhig wieder, wenn ich... Ah. Ich weiß ein Geheimnis über das Lied, mit dem man den Fluss der Zeit manipulieren kann, ja? Willst du was darüber wissen? Ja, bitte. Yeah, Baby, hör mir zu. Spielst du dieses Lied rückwärts, so kannst du den Fluss der Zeit verlangsamen. Spielst du jede Note 2-mal hintereinander, bewegst du dich zum gewünschten Zeitpunkt vorwärts. Ja, wie klingt das? Ist doch sehr interessant, ne? Aber ich glaube, von dir wird mir jeder Song gefallen, Baby. Wenn du Lust hast, dann spiel doch einen für mich. Nee, dankeschön. Also, wir können nämlich jetzt tatsächlich, wenn wir das jetzt rückwärts spielen. Hallo? Was ist denn? Hä? Was ist denn? Sag mal, das liegt doch irgendwie am Emulator, oder nicht? Ich kann die Ocarina nicht richtig spielen. Irgendwas ist mit dem L-Knopf falsch. Okay, ich hoffe, ich hab's jetzt gefixt. Ich hab jetzt irgendwie... L und ZL... hab ich auf einer Taste jetzt. Soll der Lauf der Zeit verlangsamt werden? Ja. So, denn jetzt vergeht die Zeit nur noch... halb so schnell wie vorher. So, hier ist auch irgendwo der Bürgermeister. Da gibt es irgendeine Schwertprüfung. Die muss ich jetzt, glaube ich, noch nicht machen. Der Postbote ist dienstlich unterwegs. Okay, dann würde ich sagen, das machen wir später alles. Es gibt hier nachts noch für mich viele Sachen zu tun. Aber die machen wir jetzt erstmal nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier nach unten, denn ich glaube, da muss ich auch hin. Ne, zuerst gibt es da oben noch so ein paar Sachen für mich, so ein paar Rubine und alles. Wir waren natürlich in den ganzen Läden noch gar nicht drin, aber das kommt noch mit der Zeit. Aber was ich doch schon gerne machen würde, wäre die Sache... Ich muss da hoch. Ich muss einmal komplett hoch. Hallo, hier sind sie unterwegs, ne? Warte mal, ich muss von hier aus, muss da rüber springen. Zack. Hier hoch und dann hätten wir hier... Falsche Richtung. Eine Kiste. Eine kleine Kiste mit 100 Rubinen. Und mehr kann ich gar nicht mehr tragen, also super. Okay, die bezahle ich jetzt einfach noch kurz ein. Und dann gehen wir auch hier mal aus der Stadt raus, weil bisher haben wir noch nichts anderes gesehen. Hallo, was ist los? Ach, du bist ja mit der Tinte auf dem Kopf, ne? Guck mal, ich habe schon ein bisschen was für dich. Ja, ich möchte einen bezahlen. Und zwar... ...50. So, ich könnte jetzt dieses Deko-Spiel nochmal machen, mache ich allerdings nicht. Wie gesagt, machen wir alles später. Warte, wenn ich jetzt hier... Ja, jetzt werden beide Tasten gedrückt. Heißt, ich kann die Kamera nur noch jetzt so drehen und da ist auch irgendwas falsch gefühlt.
Mister, ey, ich will vorbei. Stehen geblieben! Hast du bei den Sümpfen zu suchen? Außer bestimmt mal. Ja, ich weiß. Oh, ein Schwert. Ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Das ist falsch von mir gewesen. Ja. Ab zum. Was, die Sümpfe des Dämmerbergs? Was? Und da sind wir. Mit dem hässlichen Vogel auf den Ebenen von Termina. Das sind so ein paar Grafikbugs. Da fliegen irgendwelche Vögel in der Luft, die eigentlich gar nicht fliegen. Jetzt fliegen sie da oben. Okay, hier gibt's viel zu tun. Da hinten waren wir beim letzten Mal. Das ist das Observatorium. Wir können jetzt in die Sümpfe gehen. So, das ist jetzt quasi die Overworld. Es ist doch irgendwas falsch mit der Steuerung. Warte, ich kann ja Leute jetzt gar nicht mehr anvisieren. Och, das ist so beschissen. Was soll denn das? Ja, jetzt geht's wenigstens mit dem Anvisieren wieder. Kann ich auch die Ocarina jetzt wieder normal spielen? Ja, sehr schön. Jetzt habe ich die Taste. Hä? Okay, das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Irgendwas ist mit dieser... Hä? Wir gehen einfach weiter. So, hier haben wir überall noch nichts. Also doch, hier haben wir schon ein bisschen was, aber ich kann hier noch nichts... Wenn denn, da haben wir ein Loch, da gehen wir mal direkt rein. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden, ne? Eine Skulptula. Aber sonst nichts, hier ist gar nichts. Nee. Nur die Skulptula um. Okay. Ein Käfer. Mein geliebter Käfer. Aber ich habe ja gar nichts. Hab nicht mal eine Flasche oder so. Das ist vielleicht nicht so toll. Gut, da ist so ein Geier schon wieder. So, Taya will mir schon wieder irgendwelche Informationen überbringen. Manchmal sind die auch so Löcher im Gras, muss man aufpassen. Hier ist doch bestimmt schon irgendwo eins. Hier ist ein bisschen Geld. Da hinten ist eine Kiste. Verfolgen mich hier irgendwelche Vögel gerade? So, hier haben wir noch eine Kiste. Was haben wir da drin? 20 Rubine, ja. Oh Gott, eine Fledermaus. Ja, du bleibst erstmal da, ne? Da oben ist auch noch eine Kiste und da ist auch eine Wundererbse, sehe ich gerade. Ja, hätte ich jetzt weiß, hätte ich die eine mal mitgenommen. Weil, warte mal. Ich habe ja auch die Maske, die kann ich jetzt mal schön da hinsetzen. Ich dachte gerade, das Spiel wäre gefreezt. So, warte mal. Kann ich von hier aus da hoch? Ich glaube nicht. Nee, da komme ich nicht hin. Da brauche ich die Bohne. Wo komme ich denn sonst hin? Ich kann hier hoch? Oh Gott, kann ich ja echt. Warte mal, was soll ich denn hier oben? Hier ist ja gar nichts. Warte mal, ich kann da hinten auch lang. Da ist die Kiste da. Da hinten geht's lang und hier. Ich gehe mal ganz kurz da hinten lang. Ich laufe mal gerade mit dem Deko hier rum, weil es so ein bisschen schneller geht. In dem Loch waren wir drin. Ist hier nicht irgendwas? Doch, da ist auch ein Loch. Ich guck mal hier mal noch rein. Oh, ja. Oh Gott. Nein. Ja, das machen wir später dann, ne? Ich hab noch gar nichts. Da, ne? So, da kommen die Vögel schon wieder. Was haben wir denn hier? Soll ich mal lesen? Zur Milchstraße, zur Romani Ranch, bitte weiter hier entlang. Romani Ranch, gucken wir mal. Sehen wir die Maske wieder aus. Milchstraße, so. Da ist Tingle schon wieder. Und hier haben wir noch eine Vogelscheuche. Eine Eule. Hallo? Rennbahn der Gorman-Brüder. Ja, ich glaube, da können wir noch nichts machen. Da vorne auch noch nicht. So, Tingle. Komm mal her, mein Freund. Wo ist er denn? Ach, der ist da hinten. Moino!
Ja, nur grüne Kleidung, was zu finden, ich heiße hier vielleicht eine Waldfee. Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich bin genau wie sie eine Waldfee. Ja, willst du mir jetzt gleich schon wieder erzählen? Solange ich hier auf meinen eigenen. Nee, ich habe jetzt nicht genug Geld dabei. Glückspilz, Glückspilz. Ja, ja, das Zeichen. Wollen Sie Karte kaufen? Ja. Zur Romani Ranch. Hurra! Hat der Romani Ranch erhalten. Sehr schön. Okay. Ja. Jederzeit bereit. Tingle, tingle, cool und bar. Gott, da kratzt einem den Hals, wenn man das vorliest. Gut, die Romani Ranch brauche ich jetzt tatsächlich noch nicht. Denn hier kommen wir später noch hin. Ich meine, nach dem zweiten Dungeon können wir hier lang. Also der Typ da, der wird am dritten Tag mit seinem Stein fertig. Ja, tschüss, ne? Und da... Ja gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir da aktuell sollen. Da kommt schon wieder so ein Vogel. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal da hinten lang. Und schauen mal, was uns so in den Sümpfen erwartet. Was haben wir denn da? Und ich kenne diese Zeichnung. Hale und ich haben das zusammen mit dem Horror-Kit gezeichnet. Kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es im Stich gelassen. Hässlich. Musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Bald es in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte. Wir werden schon noch herausfinden, was hier passiert ist. Was das für eine komische Maske ist. Guten Tag, was machen Sie denn da vorne? Ach, da ist er schon wieder. So, warum sind hier diese ganzen Blumen unterwegs? Irgendwas ist doch da oben auf dem Baum, oder nicht? Lass mal gucken. Das ist ein Herzteil. Okay, aber ich glaube, da komme ich noch nicht ran. Geh mal hier rein. Hört mal alle ab. Und da haben wir unseren ersten Deko-Stab. Hör mir doch irgendwas. Ey! Was soll denn das? Hallo, was ist denn mit dir? Hä? Ach, da ist noch einer. Warte, die kommen wieder neu. Nee, da bleibt mal da stehen, Junge. Mach mal zwei. Wie, das geht hier direkt weiter mit diesem Geld. Mit diesen Anti-Geld-Problemen. Hier sind überall wieder diese hässlichen Vögel. Ich habe hier noch keine Karte von. Aber hier oben war ja unser Tingle Tingle. Cool Olymp. Moin.
Wo ist er denn? Da hinten. Mister! Vielleicht hätte ich mal mein Handy auf Stumm. Ah! Wo kommen die denn alle her? Jetzt reicht's mir aber. Ihr haut jetzt ab, du haust auch ab. Hau ab. Kollege. So, Maestro, kommen Sie jetzt vom Himmel da runter. Moin, wie, du sagst mir jetzt wieder genau das Gleiche. Ja, mein Herr, ah, hallo, Herr P. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Ja, vom Dämmerwald. Ah, hurra! Karte vom Dämmerwald erhalten. Okay, sehr schön, den brauchen wir. Jederzeit bereit. Tingel, tingel, Kudulimpa. Tschüss. Komm nie wieder. Gut, wo geht's denn da lang? Da ist... Moment, da ging's zum Angeln. Oder? Ging's da nicht zum Angeln? Das ist der Angelteich. Ja, ich glaube schon. Da ist ein Fisch oben. Da sind auch Fische. Oh Gott, der kann ja gar nicht schwimmen. Ah! Wir gehen trotzdem mal rein. Warte, du bist doch genau der gleiche Typ, aber die haben dich ein bisschen modelliert. Was ist mit dem Wasser passiert? Gott, das sieht aber nicht so gesund aus. Was ist da unten irgendwas? So, das ist der Fisch. Irgendwas gibt's doch hier, glaube ich. In irgendeinem Spiel war das so, dass man sich ein Herzteil angeln musste. Oder auch eine... War das in Twilight Princess? Oder auch eine Flasche. Unten ist auch irgendein Eingang. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, bevor ich jetzt hier irgendwelche Rubine verschwende. Wenn es hier ein Herzteil... Also ja, klar gibt es hier ein Herzteil. Aber wenn es für mich hier jetzt schon irgendwas zu holen gibt, außer das eigentliche Angeln, dann schreibt es mir gerne. In irgendeinem Zelda war das so, dass du eine Flasche oder ein Herzteil so angeln konntest. Das lag irgendwo oben und du musstest da die Angel hinwerfen. Warte, ich kann da hochklettern, oder? Tatsächlich. Boah. Ja, auch noch einer. Ja, guten Morgen. Ja, komm nochmal, ne? Ist da noch eine? Und noch eine ist da irgendwo, aber egal. Ist dahinter, glaube ich. Ah, ach, die hängen da! Ja, Mensch, das muss auch jemand sehen. Wer sieht das denn? Hängt das Vieh da um? So. Hängen die da an den Baum? Gar nicht gesehen. So, und zack, haben wir unser zweites Herzteil. So, sie hauen da mal ab. Muss da lang. Zum Dämmerwald. Erstmal Maske aus. Erstmal die Maske aus. Und dann gehen wir hier lang. Sümpfe des Vergessens. Da oben haben wir schon gleich das nächste Herzteil. Nein, nein. Welch seltener Anblick, du bist doch das Feenkind. Oder ein Feenkind. Was magst du wohl hier im vergifteten Sumpf verloren haben? Wenn du hier nichts zu tun hast, höre auf mein Rat und kehre in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat seinen Schutzgott verloren. Doch war es ohnehin sein Schicksal, aus der Existenz zu verschwinden. Juhu, und dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Du hast hast du den Mut, im Antlitz des Schicksals gegenüberzutreten. Werde ich dich etwas lehren? Hast du die Steinstatuen bemerkt, die Abbilder von mir sind? Nee, nie gesehen. Im ganzen Land habe ich sie verteilt, um dem zu helfen, der die Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Wo immer er erscheinen mag. Sprichst du mit diesen Steinstatuen? Werden sie. Ich stelle mir auch dahin und rede mit den Statuen, weißt du? Guck mal, da muss er selber schon Kopf schütteln.
Das Lied, welches auf dem Stein zu meinen Füßen eingraviert ist, wird dir dann von großem Nutzen sein. Ach, schwa, 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 schwa. Nur merke es dir gut und zögere nicht, davon Gebrauch zu machen. Noten sind in den Stein gemeißelt. Mögen sich die Winde erheben. Das Lied kennen wir. Diesmal ist es allerdings nicht Salias Song, sondern es ist das Lied der Schwingen. Lässt sich in die Lüfte entschweben. Okay, ja, damit können wir jetzt hier zwischen den ganzen Dingern hin und her reißen. Wann immer du diese Melodie erklingen lässt, soll unsere ewige Freundschaft die Grenzen von Zeit und Raum. Was heißt denn hier Freundschaft? Ja, und jetzt abhauen! Warum mache ich das alles? Warum nicht du? Das ist ja unverschämt hier. Ja, speichern. Dankeschön. Gut. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass der ein oder andere Charakter aus Ocarina of Time hier auch nochmal vertreten ist. Hat man in der Stadt so ein bisschen gesehen. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. Da hinten ist irgendein riesen Octorok. Wir gehen mal hier hoch. Moin, was ist denn mit dir? Irgendwie, dass du vorbeischaust, bist du nicht von hier, ne? Ich verkaufe Wundererbsen an Dikus, aber eigentlich möchte ich hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem beliebten Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, ja? Dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Ja, du weißt, was ich meine, ne? Ich glaube, der will diese Landurkunde haben, ne? Ich hab die aber nicht mehr. Verzeihung, aber ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Du hast mein Problem nicht verstanden, kümmere dich nicht schon weiter. Die Unrast des Dekus 3. Ja, er scheint die Landurkunde zu wollen. Okay. Das ist halt so eine Riesenquest, die erschreckt sich. Die erstreckt sich auch noch auf die. Oder über die anderen Gebiete. Das heißt, das hier werden wir wahrscheinlich irgendwann in den letzten Folgen machen. Wir gehen mal da rein. Die Sumpfhütte hier. Sumpfinfocenter. Moin. Darf ich mal was ganz kurz. Wo ist meine Taste? Ich habe die Taste nicht mehr. Ach, weil ich jetzt auch zwei Tasten auf Select gelegt habe. Moin. Willkommen. Suchst du zum ersten Mal unseren schönen Sumpf? Dann solltest du unbedingt an unserer Bootsfahrt teilnehmen. Du siehst in einer großen Runde den ganzen Sumpf und kommst auch am Deko-Palast vorbei. Leider ist der Sumpf in letzter Zeit verseucht. Und dann ist da noch dieses riesige Monster. Kein Wunder, dass immer weniger Gäste kommen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Na hier. Bootsfahrten. Ja, und tatsächlich, Büro derzeit geschlossen. Was soll das denn? Alle Charaktere, die es in Ocarina of Time schon gab und hier auch wieder gibt, die haben alle einen anderen Namen. Also jetzt außer so Zelda oder sowas. Die Nebencharaktere. Außer Kume und Kotake. Hier haben wir Kume, Kotake, die gibt es auch noch. Das waren ja die Bosse aus dem letzten aus dem Geistertempel. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Okay. Au. Gut, da hinten ist so ein Octorok. Kommen wir denn hier irgendwie lang? Ja, guck mal, da können wir lang springen mit dem Deku. Weil ich glaube, wenn wir da als Link springen, dann wird das nichts. Immer schön Anlauf nehmen. So, haben wir hier die alte Schachtel. Hinten geht es noch weiter. Mal gucken hier. Ah, das sieht doch gut aus. Bam, bam. Hinten geht es auch noch lang. Was ist denn da hin? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen erstmal hier hoch. Der Magieladen zur alten Schachtel. Schöne Teestube. Immer rein. Hier ist sogar die Musik. Moin! Willkommen, meine Tränke wirken gut. Ja? Bist du etwa wegen der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech, Kuh, mit dir in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen.
Wenn ich es mir überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen? Allerdings kann man sich in den Wäldern leicht verirren. Frag die Affen, die dort leben, nach dem Weg. Was, die Nachbarn? Ich benutze das, um zu stöbern, mit der Hexe sprechen. Nee, ich, guck mal, wie die guckt. Ich will gar nicht mit der sprechen. Nee, ich hab gar nichts. Den Laden verlassen. Ja, da kannst du noch so grimmig gucken. Oh. Nehmen wir das mal, ja? Das ist die Wartebank. Da darf ich mir nehmen, okay? Ich wollte mich hinsetzen und dann ist der Rubin irgendwie in meiner Tasche. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Die vermissen den schon nicht, ne? Die alte Schachtel. Ich habe mit dem Haus geredet, nicht mit der Oma natürlich. So, aber hier erfährt man langsam schon. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Wir haben die ja schon vernichtet. Wir haben die ja selbst krepieren sehen im Wald der Mysterien. Wer ist denn das? Warum ist denn mein Onkel? Hallo. Ja, du mir folgen, ja? Sind das hier die verlorenen Wälder 2.0? Ey, wohin? Wer ist denn das? Wer ist das denn? Der ist ja geisteskrank. Ich glaube, ich laufe hier mal ein bisschen als Deko rum. Man kann die auch besiegen. Ah. Aber das wäre jetzt nicht so toll. Ach, guck mal, da ist sie ja. Anja, hilf mir. Ich habe keine Flasche. Warum redest du nicht mit mir? Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks heilig übergezogen bekam. Dieses nervige Orchid. Er hat geglaubt, ich würde sie hinter der Maske nicht erkennen. Ja, wer hätte gedacht, dass sowas passieren würde. Jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du, hast du ja nichts dabei, was Energie herstellt? Ich habe nicht mal eine Flasche. Aber ich dachte, du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Moment, ey. Okay, wir lösen das. Ich glaube, wenn ich da jetzt wieder hingehe, ich weiß, die Folge ist langsam zu Ende. Aber ich überziehe heute wieder mal. Weil ich habe das Gefühl, wir haben in der heutigen Folge noch gar nichts gemacht. Wenn ich jetzt hier lang gehe, wieder hier reingehe. Guten Tag, ich bin's wieder. Hihihi, willkommen, meine Tränke wirken gut. Ich habe deine Schwester da gefunden. Wie war das Horrorkind? Ja, guck mal, wie das heißt. Das ist doch lächerlich. Das Horrorkind will dir doch niemand für irgend so was schaden hier. Ja, aber wenn es wahr ist, solltest du auch diesen Trank hier bringen. Bitte erweich mir den Dienst. Eine Flasche mit rotem Elixier. Rotes Elixier? Okay, dankeschön. Inventar kannst du. Ja. Rasch! Bring ihr diesen Trank! Mach ich. Sollte den Weg wieder gehen. Aber ich meine, man konnte auch vorher. Ist das die erste. Oh. Was im Hals? Ist das die erste Flasche, die man kriegt? Ich habe in Erinnerung, dass man irgendwie. Das auch schon vorher. Bang. Alter, das ist gerade genau. Ey, ihr Stück hier. So. Gut, du mir folgen, jetzt geht's wieder. YouTuber im Video erstickt, Hilfe. Werdet nicht YouTuber, denn erstickt man. Läuft der Affe hin. Wie gesagt, man kann diese Viecher auch besiegen, das werden wir später noch sehen. Hey, der erwischt mich immer, ne? So, hallo. Ah, du hast jetzt endlich was dabei, ne? Ja, hier, rotes Elixier. Nimm das mal. Ah, die Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kotakis. Ey. Oh, ich fühle die Energie in mir. Komm, ist wieder da. Ach Mensch, da kommt der Besen. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Wenn du du hast hier eben eine Freifahrt hier verdient, ne? Ja, würde man sagen, ab hinterher. Wo sind die Affen hin?
höre die überall. Ich glaube, hier geht's auch gar nicht weiter. Hier gibt's noch nicht mal eine Karte. Dann würde ich aber an dieser Stelle diese Folge mal beenden. Ich wollte gerade sagen, ich würde die erste Folge beenden. Ist ja gar nicht die erste Folge. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Nacht des ersten Tages und wir schauen uns mal im Dekopalast um. Weil da kommen wir jetzt hin. Seid gerne sehr, sehr gespannt. Dann wieder nicht reden. Seid gerne gespannt auf die kommenden Folgen. Das Spiel fängt gerade erst an. Wie komme ich zurück? Da komme ich zurück. Hier bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Tschüssi.